wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen wundervoll tollen Video. Wow! Es ist wahrscheinlich der letzte schöne Sommertag heute in Berlin. Also Sommertag, man kann noch in T-Shirt theoretisch fahren, ich habe trotzdem Pullover an. Ja, das letzte Mal, wo die Sonne so richtig rauskommt und scheint, vielleicht die nächsten zwei Tage noch, aber mit weniger Temperaturen. Und danach ist wahrscheinlich die Saison schon vorbei. Genau deswegen, weil das heute einer der letzten Tage ist, bin ich jetzt gerade unterwegs. Und ich treffe mich jetzt gleich mit meinen Freunden. Und dann haben wir einfach eine geile Zeit in Berlin. Das wird total geil. Ich muss mies pinkeln. Also nicht nur ein bisschen, ich muss wirklich richtig doll pinkeln. Und ja, das mache ich jetzt gleich, wenn ich da bin, weil da gibt es einen Spot, wo wir jetzt hinfahren und da pulle ich immer hin. Immer. Da könnt ihr gucken, da ist immer Pers Spur. Es wird sehr geil. Ich freue mich da drauf. Das wird wieder chaotisch. Und ja, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich da bin. Yo, yo, yo. Warum zeigst du das? Ich bin pünktlich. 18 Uhr. 18 Uhr. Gucke. 18 Uhr. Du bin. Was? Nee, Spaß, komm her. Ich muss pullern. Hey, ich gehe da hinten pullern. Ich gehe immer da hinten pullern. Wir sind da und hier gehe ich immer pullern. Ich schwöre. Man könnte auch reingehen zu Fivefairs auf Toilette, aber ich imagine, ich bin doch ein Gangster. Ich befolge doch keine Regeln. Regeln sind nur Dinge, um uns im Zaun zu halten, damit die Regierung uns aufspüren kann, ja? Und unseren Zaun halten kann. Aber ihr müsst aus eurer Haut raus und dafür müsst ihr Regeln auch brechen. Hallo? Ich hasse die Regierung, ihr F***. Ja, was denn? Was denn? Ich hasse die Regierung, ihr scheiß Drohnen. Die Regierung, verbreitet es doch. Ja, fliegt doch. Ja, komm. Ich schwöre, ich habe hier mal die beste Zeit. Ach, ist das schön. Ja, verbreitet doch die Kunde das hier, Pullama. Guck mal, wie die auf mich zukommen, weil die wissen, dass ich die Regierung hasse. Guck nicht so blöd. Guck nicht so blöd. Hör zu, wenn ich sag, Olaf Scholz ist ein Echsenmensch. Ja? Ja? Weißt du selber. Habt ihr so ein Ding schon mal aufgeschnitten? Ja, da sind Kameras drin. So, mit mir geht sowas nicht. Ach, guckt euch an, wie schön. Ja, es ist wirklich der letzte schöne Sommertag. Ich hoffe, heute passiert noch ein bisschen Action. Wow! Kriege ich einen? Danke. Nein, Spaß. Ich nehme nur einen. Wir können die auch abholen. Die lacht mich aus gerade. Warum lacht die mich aus? Nein, die lacht nicht über dich. Die lacht doch, die hat mich so krass ausgelacht. Doch hat sie. Doch hat sie. Schwer, sie hat dich so verknüpft. Sie hat dich so ausgelacht. Sie hat dich so ausgelacht. Wann wird deine XC endlich fertig nehmen? Also mal Real Talk. Jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach mal so ernste Sache jetzt hier. Na, mein Motor ist drin im Motorrad. Ja, und warum? Aber der Rest noch nicht, oder was? Na, Batterie ist tot. Oh, sind wir jetzt bei einem Trabi-Rideout dabei? Oh. Komm, lass doch die Trabis durchfahren. Ui, komm, Trabis, die Trabis. Hey. Los. So, und jetzt fahren wir einfach vor. Was? Oh, Alter, bist du verrückt? Sorry. Digga, der war so sauer. Die Trabi-Gang. Trabisafari.de. Ehrlich, die laufen ja alle irgendwie weiter vor mir. Hey. Ja, hä? Die laufen auch voll den Umweg jetzt. Die sind so komplett so, ich weiß nicht, voll falsch gelaufen gerade. Turbodrum, Digga. Hey, das war gut, aber es war smooth. Das war richtig smooth, Digga. Ja, das war einfach smooth. Ja, wirklich. Guck mal, in den Trabis sind safe Radios und der spricht mit denen. Soll ich ihn fragen, ob ich da auch durchreden darf? Nein, die haben Walkie-Talkies. Wollen wir wetten, die haben Walkie-Talkies? Darf ich da auch mal durchreden? Nee? Oh, okay. Er hat Basketball mit mir gespielt, einfach. Er hat so den Korb geworfen. Junge. Ja, aber meinst du nicht, wenn er zur Trabi-Gruppe gehören würde, würde er Trabi fahren? Na, weiß ich nicht, vielleicht. Keine Ahnung. Guter Call, jetzt einfach mal so eine Frage. Digga, wenn du auf der EXC sitzt irgendwann, das erste Mal, und ich das miterlebe, das wird einfach ein epischer Tag. Das erste Mal wirst du nicht miterleben, weil du kommst nicht aus See. Mann, ja, aber irgendwann, wenn ich dich dann damit sehe, das wird ein epischer Tag, Digga. Wie lange schraubst du jetzt da dran? Seit einem Dreivierteljahr, oder? Oder schon länger? Ja, könnte sein. Ja, was eigentlich mit deinem Roller passiert von, also was eigentlich mit dem Roller passiert? Ja, das noch? Haben mich schon viele gefragt. Ich muss den Roller wieder zurückgeben. Was ist mit dem Roller eigentlich passiert? Ja, ich muss ihn wieder zurückgeben zu Nestler, weil er ihn dann noch wieder haben wollte. Ich dachte, der erste hat mir den geschenkt, aber er hatte mir den eigentlich gar nicht geschenkt. Ja, und dann habe ich den einfach zurückgegeben, weil ich bin ja korrekt. Alter, Mann, Nemo. Junge, wirklich. Ich sage euch ehrlich, das war ein Legendenroller. Ich hätte den gerne noch. Vor allem mit den Stickern und so, das war schon geil. Ja, willst du kurz eine Nachricht zu Ende schreiben? Oh Mann, Nemo! Nemo! Leg dich doch hier, jetzt hier im Straßenverkehr, mein Freund! Der Finger zu klein! Das ist STVO Unionorm hier! Wie der fährt. Wie er die ganze Zeit so runterguckt, Digga. Nemo macht taktischen.
Was machst du denn da? Ja, Dicker! Bin doch wieder da! Guck mal, jetzt kommt das Handy hier in die Hosentasche. Und jetzt... Was machst du denn? Alter, Digga! Ui, oh mein Gott, Alter, Benny! Junge, das war so knapp gerade, Benny. Das war so knapp mit deinen Lenkerenden, ich schwöre. Bei mir? Ja, bei dir gerade. Das war wirklich ein Millimeter. Nein, per overacted. Nein, nicht overacted, ich hasse auf Kamera, du. Wer kommt? Janik kommt jetzt hierher und Jim kommt auch gleich. Wieso? Wir sehen uns gleich wieder, wenn Jim da ist. Und Janik. Bis gleich. Wir haben jetzt Jim und Janik eingesammelt. Jim ist da vorne schon wieder am Spaß haben. Und fahren jetzt wieder nach Berlin rein in den Sonnenuntergang. Guckt euch da hinten an, wie schön das ist. Wir sind alle schon im Cardo verbunden. Heißt, ihr hört die schon. Alter Jim, Junge. Oh, guckt dir das an. Ein Rohr aus Titanium, vollständig gefärbt. Gefärbt mit FMF dran. Boah. Mon ami, Sirup Löss, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Wow. Digga, es wird jetzt gleich so gottlos. Es wird so gottlos gleich. Digga. Das läuft. Digga, du hast gar nichts mehr. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Junge, so laut. Es ist so laut, immer dieses Reifen quietschen. Ich mach's lauter gleich, keine Ahnung. Lass beide Drift ziehen. Digga. Digga, was macht Peter da? Wenn der Vorfilter, sorry. Boah. Digga, Peter, das ist krass. Ja, ich musste das Auto bewundern. Das ist auch so. Sorry, Schere. Oh, hier, Alter, was ist denn hier los, Mensch? Oh mein Gott! Alter, er hat fast die Frau überfahren, ich schwöre! Wow! Dreimal hat er heute schon overacted, der Pär. Nein, das war. Du hast es aber nicht gesehen, weil du nicht filtern kannst, du Opfer! Wow! Oh mein Gott! Alter! Junge, holy fuck! Digga, das war so knapp! Alles gut, Digga, alles gut, ist okay! Kein Ding, Digga. Das war mal vor, den der Typ eine Vollbremse gemacht hat. Das war wirklich. Eine Penis, Digga. Ja. Eine Penis. Ich schwöre, da übel. Ich bin aber gut ausgewichen. Ich hab gut reagiert. Ich hab dich schon im Auto aber gesehen. Aber ich hab's gar nicht gesehen. Hat der da vorne eine Vollbremsung gemacht oder wie sie sind? Ja. Der hat ja sogar so eine Vollbremsung gemacht, dass er einen Warnblinker hat. Ja, eben. Ja. Eben. Ja. Digga. Mann, ey, Alter. Lass uns da hinterm stehen. Alter, Schule, Digga. Ich mach hier jetzt gar nichts mehr. Peter hat gerade, ich fahre jetzt mit 30 km/h ohne Musik nach Hause. War zu viel Glück heute. Was? Er ist der Geilste. Er hat sich also Fahrrad. Er wollte alle so geil, aber du, Digga. Hat er gerade zu meiner Rakete gesagt. Geiles Fahrrad gesagt. Ja. Oh, Alter, der will nur nach vorne. In der Stadt gerade. Warte, jetzt komm mal hin. Oh. Hopsa. Alter. Oh, nee, so stelle ich mich nicht hin, da muss ich wieder rückwärts rauffahren. Fick. Oh, hat der Pferd so kleine Beine, kommt er nicht raus? Fuck you. Guck mal, ich stelle mich einfach hier neben Nemo. Was würdet ihr eigentlich sagen, wenn man... Alter, bist du behindert? Oh. Junge, hast du gerade mit deinem Schlüssel gegen meine Front geschlagen? Digga, hast du... Hör auf damit! Hey! Wieso sind wir jetzt hier? Warum sind wir hier? Können wir nicht Olympia fahren? Dass wir jetzt was trinken, was essen oder so? Ja, können wir machen. Dann essen und trinken wir was. So, wir fahren jetzt zum Olympiastadion und da werden wir was zu essen bestellen. Woo, 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 woo. Und dann werden wir was essen, gemeinsam quatschen, miteinander eine schöne Zeit haben und dann fahren wir alle nach Hause. 96, Mama Rudi. Bitte, Mama Rudi. Hey, der hat aber ein Cardo am Helm. Ja, aber das Cardo Bolt. Glaubt ihr, er hat Cardo gekauft mit Code Motopair? Muss ich mal fragen. Ich glaube nicht. Boah. Du wirst halt so übel schnell, Benny, ne? Sobald du den Wheelie gehst. Aber so richtig, Digga, du warst einfach weg plötzlich. Ja, du warst hochgezogen, ja. Du warst weg einfach. Du despawned gefühlt. Du, weg, wirklich. Die hat schon krass Leistung. Mann, ey! Ich bin hier voll am Chillen. Ich guck mir den Sonnenuntergang an, Junge, und ihr macht hier so laute Scheiße. Alter, ich hab mich so erschrocken. Guck doch mal an, wie schön der Sunset ist hier. Wie schön das hier alles aussieht. Das muss man genießen. Oh, Junge! Mann! Ey, ich fahr nie wieder mit euch. Ich dachte, du fährst in den Busfahrer rein. Boah! Ich hab gleich das. Oh, ich auch. Ja.
Hä? Wir alle, glaubst du? Ja. Ja, wir fahren Motorrad, ob wir sind die kleine Penis-Gang. Meiner ist aber am kleinsten. Ich sag, meiner ist am kleinsten. Ich schwöre, geht nicht kleiner. Meiner ist so groß wie ein Zigarettenstummel. Ich hab sogar Beweisvideo. Was denn? Bruder, das ist schon groß, Alter. Hast du den Reigen? Hast du den Reigen? Das ist aber schon echt ein bisschen überdimensional. Nein, kennt ihr, kennt ihr diesen Typ, der so von, kennt ihr diesen Typ, der so von Häusern springt, der sich einen Böller an seinen Penis geschickt hat? Ja, Digga, so gut. So gut. Hier, wie heißt denn der von Seven vs. Wild? Wie heißt der denn? Jan Klappen. Ja. Stell wir uns so scheiße da jetzt hin, was ist das denn? Nee, da stell ich mich nach vorne, wenn du. Schissner stehen kann man wirklich nicht. Letztes Mal waren wir hier und da war hier, haben Leute gedriftet einfach, irgendwelche Autofahrer, keine Ahnung. Und dann ist er von da ganz hinten Polizei angefahren und wir haben das schon ganz früh gesehen, konnten aber nicht passend reagieren, weil wir nicht wussten, ob das jetzt wirklich Polizei ist oder nicht. Und Digga, dann sind die bis an das Auto, was gedriftet hat, rangefahren. Und haben dann Blaulicht angemacht. Das war so krank. Und der ist hier lang gedriftet, reingefahren und dann Blaulicht. Ach du Scheiße, wir haben uns so totgelacht. Das war wie so Instant Karma, aber halt unnötig, Digga. Die sind halt hier nur ein bisschen gedriftet, ne? Das ist jetzt nicht das Problem der Probleme. Aber ja, Jetzt bestellen wir was. Quatschen ein bisschen, haben eine gute Zeit. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir fahren jetzt alle, wir fahren jetzt alle nach Hause. Ich hoffe, euch hat dieser Motovlog gefallen. Heute war ja mal wieder einfach so ein normaler Vlog. Lasst gerne ein Like und eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Hey, no comparison. You anything but regular, it's evident. You my healer, you my medicine. You knew me before I knew me. You really been for me ever since.